allgemein, egal welche Nationalität, es ist wichtig, sich zu erinnern. Und das haben wir gemacht. Und damit, denke ich, ist das auch in Ordnung. Es war auf jeden Fall ein verheerender Krieg, welcher von russischer Seite her auch als Bruderkrieg bezeichnet wird, was wir ja alle schon wissen aus damaligen Zeiten raus. 3 Millionen deutsche Soldaten, Operation Barbarossa. Es waren Abschlachten des russischen Volkes, nicht mehr und nicht weniger. Und aufgrund der heutigen politischen Lage, die Politiker aus dem Westen, die uns da immer wieder suggerieren, dass der Russe der Böse ist, wissen tue ich es nicht, aber mit Sicherheit war es damals nicht anders. Und zu Napoleons Zeiten war es auch nicht anders. Aus beiden Kriegen können wir lernen, dass es einfach nicht klug ist, sich mit dem Osten anzulegen. Wir haben uns heute auch gedacht, da wir viele Brüder und Schwestern haben, drüben in der Ostukraine, der damaligen Ostukraine, was der jetzige Donbass aus den Republiken bestehen, Lugansk und Donetsk, die heute intern untereinander aus einem einzigen Land, was bis 2014 noch ein Land war, die jetzt den Faschismus erleben müssen und die, wenn die jetzt sogar sagen, dass dieser Faschismus, der von dem ukrainischen Volk ausgeht, schlimmer war oder ist als das, was damals unter Hitler passiert ist, dann können wir uns alle ausmalen, was überhaupt los ist und was damals los war. Das ist ein typisches Beispiel für das, was damals los war. Und Faschismus ist nicht ein deutsches Problem. Es ist egal, welche Nation es betrifft, wie wir in den letzten Jahren feststellen konnten. Genau aus dem Grund sind tief in unseren Herzen und Seelen auch unsere Brüder und Schwestern von Donbass mit dabei. Danke, dass auch ihr mit dabei sein durftet und wolltet. Gerne. So, wollen wir mal